Und somit herzlich willkommen zu Part 2 zu Batman Return to Arkham, Arkham Asylum. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt gehen wir jetzt erstmal zu unserem schreienden Kollegen, wo er auch mal ist. Ach da. Sprechen mit Wache. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Hier stimmt was. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Transportsystem ist gestört. Neues Hauptmissionsziel. Rette Kommissar Gordon. Machen wir. Ich sollte zurück zu und eine kleine Anmerkung, Leute. Nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Dass die Qualität sich anders anhört, das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt. Rette Kommissar Gordon. Finde die Arrestzellen und suche in diesen nach Beweisen. Machen wir auf jeden Fall. Ich wollte was ansprechen. Ihr seht wahrscheinlich im Video unten, wenn die Anzeige kommt, wenn Leute in Filmsequenzen sprechen. Der Untertitel. Der ist so ein bisschen so ein schwarzer Rand. Das liegt nicht an meiner GameCube-Schau des Weiteren, das liegt wahrscheinlich am Spiel, ich kann es nicht sagen. Ob es am Aufnahmegerät liegt, keine Ahnung. Bei mir im Fernsehen ist es optimal. Es kann sein, weil es zu alt ist, dass das Aufnahmegerät das so nicht programmiert und das umstellt. Ich weiß es nicht, Leute. Wollte ich nur mal am Rande erwähnt haben. Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich bitte. Und zu jeder Aufnahme, zu jedem weiteren Video, muss ich echt sagen, verbessere ich mittlerweile mich wieder. Es ist zwar ungewohnt noch, ja. Aber es wird besser und besser. Sind wir hierher gekommen oder sind wir hier lang gegangen? Ja, meine Stimme ist ein bisschen heavy, crazy, krank. Ja, ich weiß. Ich weiß, im letzten Video bei Infamous Second Son, Part 2, da, bei 5 Minuten irgendwas, ist meine Stimme so abgekratzt, Leute. Ich muss mir echt sagen, das ist so ein Moment gewesen, da muss ich echt zugeben, ich muss mich wegschmeißen. Das war übertrieben krass rübergekommen und das solche Momente wollte ich auch nicht rausschneiden, aber ich dachte mir nur, wow, es passt irgendwie da rein. Da habe ich mir gedacht, lass ich's drinne. Eine Riddler Trophäe. Und manche Momente, wo man so ein bisschen atmet und sowas. Irgendwelche Special Effekte oder was auch immer. Es passt irgendwie im Video da rein, weil sonst wäre es ja echt kein Let's Play. Sonst wäre es kein Let's Play. Da muss er ein bisschen mitdenken. Also ich dachte, man muss 100%ig perfekt alles machen, aber nein. Das ist immer nicht so der Fall. Wo müssen wir jetzt hin? Es war irgendwas mit nach oben. Nur wie kommen wir da hin? Da war irgendwas auf der Karte, oder nicht? Wir gucken mal eben ganz spontan rein. Also hier geht's nach da, wir müssen rückwärts, wir müssen dann... Alles klar, wir müssen rückwärts da rein. Da müssen wir, glaube ich, links. Dann geht's weiter. Mittlerweile rede ich auch schon mehr in den ganzen Videos. Bin schon ein bisschen motivierter und
ist ganz klar ein anderes. Hier war ich doch schon mal. Dieser Moment. Ein ganz anderes. Oh, Joker. Sag mal, was soll denn das? Ausgeschaltet. Ich wollte jetzt irgendwas Wichtiges sagen, Leute. Ich hab's nur vergessen. Wenn ich wüsste, was. Ja, aber ich habe gesagt, ich ziehe das durch, Leute. Zwei Let's Plays. Batman und eine Famous Second Son. Ja gut, ich weiß, normalerweise sollte man das nicht sagen, ein Let's Play. Den Arrest zählt. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Und mit dem PC. Ich will es euch ehrlich jetzt sagen, ich will es nicht lügen, Leute, oder um heißen Brei rumreden. Es dauert noch länger wie geplant. Eigene Wohnung heißt gleich auch mehr Kosten, mehr Ausgaben und das bedeutet für mich selber, ich muss warten. Ich habe zwar einiges in Aussicht, aber das hat noch so ein bisschen Zeit. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Wir scannen jetzt mal den Tatort mal sehen, ab und dann sehen wir weiter. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre. Ganz genau, mein Freund. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll, folge ihr. Oh, was ist das denn jetzt? Zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Okay, hier geht's lang. Ich glaube hier nicht, oder? Moment mal. Jawohl, hier geht's lang. Was ich mittlerweile dazugelernt habe, Leute. Ja. Stimmen. Mikrifikation, wie man es nennen kann. Nicht mal so ganz heile bei mir. Und wie das Ganze gerendert wird, nur einige Sachen, die ich noch nicht weiß. Falls ihr da draußen irgendwelche Ahnung habt. Zum Beispiel Video in Video reinschneiden. Oder Bild im Bild. Ob das mit Magix Video Deluxe 2016 funktioniert. Schreibt mal jemand mein Video unter den Kommentaren rein. Wie man das macht. Weil ich müsste das unbedingt wissen. Ansonsten dauert das noch so ein bisschen. Weil ich da echt keine Erfahrung drin habe. Es muss ja alles noch so ein bisschen gelernt werden. Falls jemand davon Ahnung hat. Einfach mal Kommentare reinschreiben, mir so ein paar Tipps geben. Ansonsten muss ich es wieder selber rausfinden. Wen haben wir hier? Alles klar. Stiller Moment für mich. Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker frei? Sei still. Was ist los? J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Da hat der Echse
was einzustreiten, Harley. Wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Denn wir sind nicht gefangen. Auf die altmodische Weise tun. Wir kommen hier hoch, auf jeden Fall. Egal wie, ich werde das schaffen. Lern das immer, Harley. Uns kann man nicht einsperren. Oh Gott, ich muss mich ein bisschen beherrschen, Leute. Ich höre mich schon an wie Batman hier. So, auf die für mysteriöse Stimme. Aber solche Momente sollte man ja immer dabei lassen. So, wo müssen wir lang? Das ist ein unterirdischer Gang. Ein Geheimversteck. Aber nichts für uns. Wir müssen weiter. Gucken wir uns mal an, wo wir lang müssen. Ich habe das komische Gefühl, dass ich wieder zu leise bin. Was im Endeffekt dann beim Rendern sowieso auffällt, dass es nicht der Fall ist. Wir müssen irgendwo hin, das uns nach oben bringt. Aber wo, bitteschön? Bingo. Es geht nach oben mit dem Battering. So. Das hätten wir schon mal. Dahin. Musik ist echt. Passt. Ist echt. Ich wollte irgendwas anderes sagen, aber naja. Mir ist nicht so viel eingefallen. Deswegen. Ja, Joker, das ist so eine Frage. Wo lang? Ah. Da oben hin. Würde Anstaltsleiter Schaar bitte zur Sicherheitseinheit kommen? Und gleich sind wir schon da, Leute. Und dann heißt es, fucked. Also mit den komischen Clowns-Idioten von Joker. Wie man das so kennt und wer gewinnt wohl, ist ja klar. Wir. Was sollen wir denn scannen? Gar nichts. Ja, hallo, meine Freunde. Sie haben keine Chance. Dieser Wächter hat ihm das Leben immer schwer gemacht. Ein kleines bisschen Kebbel. Selbstverständlich mit uns immer. Falsche Reaktion, mein Freund, das war unser Fehler. Und noch einen auf der Hake. Toll. Die ganze Cambo, sag mal Cambo, total ruiniert, weil ich ein falsche Taste in diesem Moment gedrückt habe. Jetzt schon wieder zu langsam, zu spät. Und das war schon. Max Combo Bonus nochmal 10 EP. Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Normalerweise würde ich jetzt sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sind bei 14 Minuten so und so angelangt. Aber daher das Ganze zu wenig Aufnahmematerial ist, möchte ich euch das nicht anbieten und deswegen machen wir weiter. Bevor ich jetzt hier gleich weiter... Aha, alles klar. Wir müssen hier eigentlich lang, aber ich habe die Zähnchen vergessen. Das hätten wir. Hier können wir nicht weiter, okay, alles klar, hier wahrscheinlich auch nicht.
Da müssen wir wirklich durch diesen Lüftungsschacht. Speichervorgang. Bitte. Alles klar. Sie wissen, dass wir... Ich muss es nicht. Welcher Wichser knallt den Polizisten ab? Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier langkommt, ist tot, verstanden? Alles klar. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Batman-Style. Wie konnte man diesen armen Männer bitte schon umbringen, Leute? Hallo? Das geht nicht. Die haben Kinder gehabt. So gut wie tot? Das will ich bezweifeln. Geräuschlos ausschalten. Ohne dass die es überhaupt merken, dass wir was unternehmen. Und das war's schon. Okay, weiter geht's. Tür verschlossen. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schnittling ist auf dem Weg! Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Okay. Lüftungsschacht. Ding, 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 dong. Die Anstalt von Arkham steht jetzt unter neuer Leitung. Oh nö. Muss das sein, Jungs? Mit Knarre? Irgendein Idiot, der sich als Fledermaus verkleidet hat, rennt durch die Anstalt. Ich weiß, verrückt. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Ach du Scheiße. Ja, da haben wir noch ein paar. Ich hab's mir ganz geahnt. Was geht da echt noch? Wer auch immer Batman tötet, gewinnt den großen Preis. Joker alarmiert, nicht die Jungs. So dass einer hier hinrennen würde und sagen würde: Wie blöd seid ihr eigentlich? Merkt ihr nicht, dass er euch langsam kalt macht. Oben drüber. Und Gleittritt. Der letzte. Game over. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Verbesserung. Was haben wir hier? Die leichte Nanopolymer-Verstärkung des Batsuits sorgt für eine stabilere Außenhaut. Brauchen wir auf jeden Fall. Oh shit. Okay, wen haben wir da? Shit. Da müssen wir irgendwie... hin. Hilfe! Er ist hier drüben! Scheiße. Muss das sein? Kacke! Oh shit. Ich hab's mir echt geahnt. Mist. Oh shit. Oh Gott, ich hab ihn verloren!
Okay, jetzt schnell ausschalten. Wie machen wir das jetzt? Nein! Komm schon! Auf den letzten Drücker, Leute. Auf den letzten Drücker. Energie, komm schon. Füll dich auf, füll dich auf, füll dich auf, füll dich auf. Das war knapp. Wir hoffen es nicht, Leute. Okay, sind bei 20 Minuten Minimum angekommen. Ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, erstmal ein riesen Dankeschön dafür. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben oder auch nach unten. Denn Support hilft mir nur weiter. Egal, ob runter oder hoch. Aber Daumen nach oben ist immer gut für mich. Auch wenn es nicht viel ist. Aber ich würde sagen, erstmal bis zur nächsten Folge. Und jetzt geht's erstmal beim nächsten Mal mit dem Famous Second Son weiter. Wir hören uns, Leute. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst Feedback da. Und haut da rein.